Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Wassersportsaison. Diese wurde am 20.05. auch am Wasserskilift in Kirkwitz eingeläutet. Die Besonderheit, Frederik von Osten war mit dabei. Der Profi-Wakeboarder kann bereits auf einige Siege in seiner Karriere zurückblicken. Unter anderem ist er dreimaliger Weltmeister, zweifacher Europameister und siebenfacher deutscher Meister. Meine größten Erfolge waren erfundene Tricks zum Beispiel oder ein Weltmeistersieg auf den Philippinen. Und ja, das sind so einige Highlights, die ich noch immer sehr gut entsinnen kann. Und was macht dir so besonders Spaß am Wakeboardfahren? Es ist einfach, tolle Tricks zu machen, Tricks zu lernen, schwierige Unterschiede in den Tricks zu haben und am Ende des Tages eben den Trick zu stehen. In Kirkwitz hat er einen Workshop angeboten, um sein Wissen und sein Können an begeisterte Freizeit-Wakeboarder weiterzugeben. Das war für den Wasserskilift in Kirkwitz eine große Ehre. Also gebaut und gegründet haben wir die Anlage hier 2006. Die ersten Ideen sind zwar schon sind geboren quasi Ende der 90er, aber bis das hier als See wirklich vollgelaufen ist, das war früher ja so ein Kies-Tagebau, verging ein paar Jahre und eröffnet haben wir dann im Spätsommer 2006. Das ist natürlich schon so ein bisschen eine Auszeichnung, weil erstmal als dreifacher Wakeboard-Weltmeister kommt jetzt nicht an jede Seilbahn. Wir haben letztes Jahr so die Bekanntschaft mit ihm gemacht und gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, hierher zu kommen. Und unserem Nachwuchs oder auch denen, die es schon gut können, entweder so die Basics beizubringen oder ihnen ein bisschen Tipps und Tricks zu geben, wie sie ihr Fahren verbessern können. Und insofern ist das schön, ist ein bisschen Flair, ein bisschen natürlich auch für die Zuschauer schön zu sehen, was man also auf so einem Wakeboard dann alles machen kann. Der Workshop bestand nur aus einer kleinen Gruppe von 5 Leuten, damit Frederik von Osten sich Zeit für jeden Einzelnen nehmen konnte. Die Teilnehmer waren sichtlich begeistert. Letztes Jahr war ich schon hier. Also ich bin eigentlich fast jedes Wochenende, auch in der Woche bin ich hier. Und ja, letztes Jahr war Freddy auch schon hier. Ja, und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden. Und jetzt am Wochenende war ich auch wieder da und habe mich dann angemeldet und auch gleich bezahlt und alles und klar gemacht. Freddy ist, ja, kommt halt immer mit rein, erklärt viel und sagt, was man besser machen kann und was jetzt noch nicht so gut war und ja, ist echt top. Also war eine gute Entscheidung. Der Wakeboard-Weltmeister bietet seine Workshops an verschiedenen Wasserskiliften in Deutschland an. Außerdem findet im Sommer auch ein Wakeboard-Camp für Kinder und Jugendliche statt.